Pace, bin ich aufgeregt. Ja, Dina darf die Ringe gleich nicht vergessen. Ah, Handy aus. Ja. Ich stelle mich einfach ganz normal daneben. Hältst du mich fest, wenn ich falle? Ja, das übernimmt der Trauzeuge. Was? Der Schwachmat oder was? Halt Schnott und. Ich fühle mich heute stark wie ein Wrestler. Ey, weißt du, wie wir hier stehen müssen? Wir? Ja, wie wohl? Wir sind doch die Superhelden der Schütze, oder? Oh ja. Sag Bescheid. 1, 2, 3. Alles gewinnen, Alter. Also falls schon einer was sagt, man hört hier hinten nichts. Nein, wir reden nicht. Wir warten noch auf Papa Dickes. Gut. Ja. Alter. Wer kommt denn da jetzt? Hallo. Ah, das ist Herr McKinley, hallo. Oder? Hallo. Guten Abend. Hey, wie geht's denn, Herr McKinley? Guten Tag. Ja, herzlichen Dank, mir geht es besser. Das kann, freut mich doch. Kannst du mal ganz kurz zu mir kommen, bitte? Ja, haben Sie bitte hierher gefunden? Sie entschuldigen mich kurz. Oh Mann, ey. Oh Gott, haben wir jetzt 2 Stunden Spamten? Ja, sei froh, dass McKinley ist. So geil. McKinley kann gute Reden machen, glaub mir. McKinley kann auch Namen gut aussprechen. Positiv oder negativ? Tatsächlich positiv. Nicht so wie Dylan Mott, der zu White auf Fried sagt. So. Sie dürfen alle gerne ein bisschen näher treten. Welch schöne Kleider heute ich hier sehen darf. Uiuiui. Dankeschön. Wahnsinn. Okay, volle Konzentration jetzt. Denkst du, das ist gemütlich da oben? Ich weiß nicht, was dein Problem ist, Warlock. Was doch? Ja. Okay, können Sie mich alle verstehen? Ja. 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 Sehr schön. Gut. Dann einfach alle anwesend. Nexus. Amiris. Uff. Gut, dann fangen wir an. Liebe Nancy, lieber Steve, liebe Trauzeugen, Gäste und Freunde unseres Brautpaares. Gleich ist es soweit. Gleich erwarten wir alle von euch ein klares Ja
ein klares Bekenntnis zu eurer Liebe, zur Besiegelung der Entscheidung, gemeinsam als Eheleute miteinander zu leben. Das kleine Wörtchen ja kommt, egal in welcher Situation des Lebens, leicht, manchmal schwer, über unsere Lippen. Viele Menschen sprechen auch von einer Qual der Entscheidung. Manchmal kommt das Ja lauter und laut, manchmal leiser, fast gar nicht zu hören. Wer Ja sagt, der entscheidet sich kraftvoll für etwas, der entscheidet sich nach einem Prozess des Nachdenkens in stillen oder diskutierenden Momenten, bewusst einen Weg einzuschlagen und diesen gehen will. Aber bis es dazu kommt, wird abgewogen, auch relativiert und philosophiert. Am Ende steht aber immer ein klares Ja, das mich dann einmal ausgesprochen bindet. Bindet für ein gemeinsames Leben. So wie dieser Prozess zum Ja, ein mich selbst fordernder Willensprozess. Ist, so ist nach meinem Verständnis auch die Ehe ein immerwährender Prozess, des sich Fragens, Hinterfragens, Kompromisse eingehen und füreinander da sein. Das Schöne und das Faszinierende an der Ehe ist, dass dies alles gemeinsam passiert. Einer trägt des anderen Last, einer ist für den anderen da, in guten und in schlechten Zeiten, bei Regen und Sonne, bei Hitze, Schnee und Hagel. Eine intensive Beziehung mit vielen Gemeinsamkeiten ist der Schlüssel für eine knisternde Ehe, für eine hoffentlich lange gemeinsame Lebenszeit, in der ihr Höhen gemeinsam genießt, aber auch in Tiefen füreinander da seid. Dafür wünsche ich euch alle Kraft, viel Glück und Freude. Kommen wir nun zum rechtlichen Teil der Trauung. Ich frage dich, Steve Carroll, ist es dein freier Wille, dich mit der hier anwesenden Frau Nancy Williams die Ehe einzugehen? So beantworte meine Frage mit Ja. Ja. Nancy, ich frage auch dich, ist es dein freier Wille und deine freie Entscheidung, dich mit dem hier anwesenden Herrn Steve Carroll im Bund der Ehe einzugehen und ihn durch euer gemeinsames Leben zu begleiten? So beantworte meine Frage auch bitte mit einem Ja. Ja. Da ihr euch gegenseitig ohne Vorbehalte das Ja-Wort gegeben habt, erkläre ich euch nun Kraft Gesetzes und Kraft meines Amtes zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten. Wir dürfen jetzt die Ringe austauschen. Oh, schöne Ringe. Selbstverständlich dürfen Sie sich jetzt auch küssen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, sehr Danke. Schön. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Was mit den Ehegelübde? Die dürfen Sie jetzt gerne vortragen, ja. Okay, wer fängt an, du oder ich? Ich, okay. War dein Wille gestern. Okay, lieber Steve, heute heirate ich meinen besten Freund, der einen, mit dem ich lache, mit dem ich träume, für den ich lebe und den ich liebe. Dich meinen Mann nennen zu dürfen und dir für immer mein Leben und Treue zu zeigen, erfüllt mich mit Stolz. Du bist der Teil in meinem Leben, der mich noch zum vollendenden Glück gefehlt hat. Ich nehme dich an, so wie du bist, mit deinen Träumen und deinen Wünschen und deinen positiven Seiten, aber auch mit deinen Fehlern und deinen Schwächen. Ich weiß, dass unsere Wege nicht immer leicht sein werden.
Schon in der Vergangenheit haben wir schwierige Zeiten gemeistert und waren immer füreinander da. Wenn ich dich liebe, möchte ich dir heute von unserer Familie, von unseren Freunden versprechen, dass ich immer an deiner Seite sein werde, dass ich dir zuhören werde, selbst wenn es nicht leicht wäre, mich wegzudrehen. Dass ich immer mit dir reden werde, auch wenn es leicht wäre, zu schweigen, und zwar mein ganzes Leben lang bis zu meinem letzten Abendzug. Dieser Ring soll das Symbol dafür sein, dass ich dir heute, hier und jetzt mein Herz schenken möchte. Ich, Steve, noch Carol, nehme dich, Nancy Williams, zu meiner Ehefrau, mit dem Wissen im Herzen, dass du mein ewiger Freund und meine große Liebe bist. In diesem wundervollen Tag gebe ich dir und allen, die hier heute mit uns sind, mein Versprechen, immer an deiner Seite zu sein, als dein Vertrauter und Seelenverwandter, in Krankheit, Gesundheit, in Freude und Trauer, in guten und in schlechten Zeiten. Ich verspreche, dich bedingungslos zu lieben, dir Trost zu spenden in Zeiten der Not, dich zu ermutigen, all deine Ziele zu erreichen, mit dir zu lachen und zu weinen, mit dir gemeinsam zu wachsen, immer ehrlich zu dir zu sein und dich wertzuschätzen und ehren, solange wir leben. Das waren sehr schöne Worte, die sie da gegenseitig ausgetauscht haben. Dann würde ich Sie einmal bitten und die Trauzeugen, einmal ganz kurz mit mir zu kommen, um die Unterlagen zu unterschreiben. Einmal mit nach oben kommen, bitte. Ich gebe gleich um, ey. Ich auch. Ich bin Mediziner, ich kann das. Einmal der Kugelschreiber. Und einmal hier unterschreiben. Unterschreibe ich jetzt mit dem neuen Namen schon, oder? Ja, genau. Okay. Williams. Dankeschön. So, lass mich einmal durch. Nö. Dann noch einmal der Kugelschreiber und einmal auf der linken Seite unterschreiben. Ja. Dankeschön. Dann einmal für Sie. Sie sind der Trauzeuge von... Ja, Midnight, Nathan Midnight. Genau, dann einmal hier oben rechts unterschreiben. Okay. Oh, ich will nicht hoch. Danke. Und einmal den Kugelschreiber weitergeben. Hier, hast du den Kugelschreiber. Danke. Behalten. Und einmal oben links hier. Das mit Justiz beklauen, man kennt es auf Hochzeit. Besser als Handys zu klauen. Ja. Dankeschön.